Liebe Geschwister im Islam, wir haben uns heute hier versammelt, um über ein ganz wichtiges Thema zu reden. Und das Thema ist eigentlich das wichtigste Thema überhaupt. Das ist das Thema Tawhid. Das heißt, die Einzigkeit bzw. die Einzigartigkeit Gottes bzw. auch bzw. Allahs oder der absolute islamische Monotheismus. Und ich wollte erstmal, bevor wir mit dem Thema anfangen, jedes Thema braucht eine Einführung, damit man auch wirklich versteht, warum man das Thema lernt. Und natürlich ist heute, waren nicht alle vorbereitet, weil ich möchte wirklich, dass wir, nachdem wir das, ich möchte am liebsten dieses Thema ein Jahr durchgehen, dass wir danach wirklich was zusammengelernt haben. Für mich ist der Unterricht, den ich gebe, immer etwas Lernen. Das ist für mich die Abschlussprüfung von dem, was ich gelernt habe. Weil dadurch verinnerliche ich auch immer wieder die Dinge, die ich gelernt habe. Und ich gebe euch auch diesen Tipp, dass ihr immer versucht, das, was ihr gelernt habt, sofort weiterzugeben. Ich habe gemerkt, und das haben auch andere bestätigt, dass wenn man etwas lernt und man das einem anderen weitererzählt, dass es einfach wirklich bei einem im Herzen hängen bleibt. Und dass Allah da inshallah mehr Baraka gibt. Und ich glaube, dass das auch der Fehler ist von einigen Leuten, die studieren, dass sie sagen, ich studiere erstmal 10 Jahre und danach fange ich an, Dawah zu machen oder danach fange ich an, Unterrichte zu geben und so weiter und so fort. Ich glaube, der Bruder ruft gerade an hier, inshallah, ist kein Problem. Sie haben das eventuell übernommen aus arabischen Ländern. Beim arabischen Ländern, wo so viele Leute sind, die Unterrichte machen können, da bist du nicht gefragt, den Unterricht zu geben. Aber in Deutschland, Brüder, leben wir in einer ganz anderen Situation. Da gibt es kaum einen, der etwas machen kann. In deiner Moschee, in deiner Umgebung bist du vielleicht der Einzige. Du bist vielleicht einer von ganz wenigen, die dort am Praktizieren sind. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass man das, was man hat, sofort weitergibt. Nee, und es ist immer wichtig, dass man sich, bevor man über ein Thema redet, das wirklich auch verinnerlicht, wie wichtig das ist. Und ich sage, ich möchte halt gern, dass ihr immer etwas mitschreibt und ich will auch immer für jede Woche eine Aufgabe geben, auch an mich, an euch, damit ihr immer etwas auswendig lernt. Das widerspricht dem Arabischstudium in keinem Sinne, weil man halt Verse auswendig lernt, man lernt Definitionen auswendig, man lernt sprachliche Sachen auswendig. Und das ist etwas, was wirklich, Brüder, das Buch, was ich gewählt habe, ist das Buch Kitab Tawhid von Muhammad Abdul Wahhab. Und dieses Buch hat ein ganzes Land verändert, hat eine ganze Welt verändert. Warum? Weil der Autor in diesem Buch wirklich auf Tawhid eingeht. Und deswegen müsst ihr wissen, Brüder, wenn ihr dieses Buch lernt und auch Schwestern, die eventuell diese Unterrichte mitmachen im Internet, wir wollen etwas verändern. Nachdem das Osmanische Reich gefallen ist, oder ist es so gekommen, dass die Muslime diese Izza in vielen Hinsichten verloren haben, dieses Gefühl, dass sie was verändern können, dass sie was verbessern wollen. Aber von Anfang der Botschaft war diese Botschaft, um etwas zu verändern, um etwas zu verbessern, um die Welt zu verbessern, um die Menschen zu Allah zu rufen. Oder so wie Rabi ibn Amir gesagt hat, als er nach Persien gegangen ist und mit dem Herrscher geredet hat, ja, wir sind gekommen, um die Menschen von der Ibadah, von dem Dienen der Diener, zum Dienen der Gott der Diener aufzurufen. Und von der Dik und Dunya, von der Engheit des Diesseits zu der Weitheit des Jenseits. Und von der Ungerechtigkeit der Religionen zu der Gerechtigkeit des Islams. Und deswegen, Brüder, nehmt euch vor, etwas zu verändern. Nehmt euch vor, dieses Wissen weiterzugeben. Ich habe schon gesagt, viele Leute machen den Fehler. Sie denken, ich lerne erstmal 10 Jahre und fange dann an. Es ist ein Fehler. Brüder, die ich sehr respektiere, Brüder, die ich für Allah liebe. Aber das ist vielleicht passend für arabische Länder, weil dich braucht keiner in der Moschee, wenn man so viele Gelehrte und Schuyuch hat. Aber erstmal ist die Dauer nicht eingegrenzt auf Moschee oder Unterrichte, sondern Dauer gibt es überall. Die Dauer gibt es im Geschäft, die Dauer gibt es auf der Straße. Und das ist vielleicht das Wichtigste und das ist etwas, was viele Brüder und Schwestern noch nicht verstanden haben.
oder was sie vielleicht nicht richtig verinnerlicht haben. Denn was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, diese Leute, die wir auf der Straße sehen, wohin zu rufen? Wohin wollen wir die rufen? Wir wollen die in die Moschee holen. Unser Ziel ist es nicht, die Heiligen zu rufen. Unser Ziel ist es, die Sünder zurückzurufen und diejenigen, die schon besser sind, zu unterrichten, wie sie besser darin werden, die anderen Leute draußen aufzurufen und sich selber auch vor Schirk schützen. Deswegen, dieses Buch, wie gesagt, Tauhid ist das wichtigste Thema überhaupt. Und das erste Thema in der Dawa auch, man ruft zum Tauhid. Ich habe eben schon gesagt, als ich mit den Brüdern gesprochen habe, es wird oft gefragt, worüber soll man denn reden in der Dawa und so weiter und so fort. Und prinzipiell ist es so, wie der Prophet gesagt hat zu Mu'adh ibn Jabal, als er ihn zum Jemen geschickt hat, فَلْيَكُلْ أَوْمَ تَدْعُمْ إِلَيْ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ. Das erste, wozu sie aufruft, soll sein, die Shahada, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Das ist Tauhid. Aber was heißt das? Heißt das jetzt, wenn jemand in die Moschee kommt und er sagt, ja, ich wollte über das Kopftuch, über das Gebet fragen, dann gibt es ihm keine Antwort? Nein. Sondern du gibst ihm die Antwort darauf, denn als Daya bist du auch wie ein Arzt. Das heißt, du hörst dir erstmal an, was der für Probleme hat. Aber du gehst zu einem Grundkonzept zurück und das ist das Tauhid. Das ist der Ein-Gott-Glaube, die Einheit Allahs. Das heißt, wenn er nach dem Kopftuch fragt, du kannst Weisheiten nennen. Zum Beispiel die Frau, die vielleicht nicht so schön ist, wird diskriminiert, wenn die Frauen zu sehr ihr Äußeres zeigen. Aber das Wichtigste ist, dass du ihm bewusst machst, dass wir Kopftuch tragen, Bart tragen, beten und die ganze Palette, weil Allah dies befohlen hat. Und Allah hat das Recht, es uns zu befehlen, weil er unser Schöpfer ist. Und Allah, alles, was Allah uns befohlen hat, hat er uns aus einem Nutzen für uns befohlen und so weiter. Und wer ihm gehorcht, geht ins Paradies und wer ihm nicht gehorcht, geht wohin? In die Hölle. So. So, dann natürlich fragt man, warum habe ich dieses Buch gewählt? Warum habe ich dieses Buch speziell gewählt? Weil ich eben schon gesagt habe, dieses Buch ist meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, ja, sondern die Gelehrten sagen, ist ein absolutes super Buch in dieser Sache. Man muss sich vorstellen, es gibt in diesem Buch 67 Kapitel. Und diese 67 Kapitel, es fängt erstmal mit 5 allgemeinen Kapiteln. Und diese 5 Kapitel, da geht es hauptsächlich über die Wichtigkeit des Tauhids etc. und die Angst davor, in Schirk reinzufallen, das Gegenteil von Tauhid. Und dann werden die ganzen einzelnen Sachen durchgesprochen, wie zum Beispiel Polytheismus durch das Tragen von Ringen oder Bändern. Kapitel 8, Zauberei, Talismane, Amulette. Jene, die Segen durch einen Baum oder Stein suchen. Dann Kapitel Nummer 12, Schirk des Gelöbnisses. Kapitel Nummer 13, der Schirk des Ersuchens von Zufall bei anderen als Allah. Und so werden die ganzen Themen einzeln durchgegangen. So. Und man kommt natürlich bei jedem einzelnen Thema, geht man wieder zurück zu dem Grundkonzept vom Tauhid. Das heißt, die drei Kategorien, Rububiyya, Uluhiyya, Esma, Wasifat. Und deswegen ist dieses Thema zu wichtig und es ist brauchbar, nützlich für denjenigen, der viel Wissen hat vom Islam und auch derjenige, der weniger Wissen hat. Ich habe vor, die Unterschiede so zu machen, dass die für diejenigen, die auch, sagen wir mal so, studieren, auch etwas bringt. Das heißt, dass man viele Definitionen auswendig lernen muss und so weiter. Dass es aber auch gleichzeitig verständlich ist für denjenigen, der vielleicht nicht so viel Wissen hat. Ja? So, das ist für mich ganz wichtig. Dann natürlich, was noch wichtig ist für mich bei diesem Buch, ist halt der Autor, Muhammad ibn Abdul Wahhab, weil es wird so viel über ihn erzählt. Und hier haben diejenigen, die schlecht über ihn reden, die Möglichkeit, sich selber zu überzeugen, ob das, was er erzählt, richtig oder falsch ist. Und man wird sehen, wenn wir das Buch gemeinsam durchgehen, dass das, was er schreibt, nur aus Koran und Sunna besteht. Nicht wie einige seltsame Gruppen von irgendwelchen Tänzern, die bei denen die Bücher schreiben, wo nur eigene Meinungen aufgeschrieben werden. Dieses Buch, man wird es nachher sehen, besteht nur, so gut wie nur, aus Koran und Sunna. Und deswegen haben wir dieses Buch gewählt, deswegen haben wir dieses Thema gewählt, weil es so wichtig ist. Und deswegen haben wir dieses Buch gewählt, weil es erstens auf Koran und Sunna basiert, alle Facetten des Tauhids und des Schirks behandelt
Und weil es auch von diesem Autor ist, um Leute, denen irgendein Blödsinn erzählt wird, von Wahhabiten und so weiter, dass sie sich selber ein Bild machen können. Und ich schlage jedem vor, dass er an diesem Unterricht teilnimmt und sich selber ein Bild macht und andere dazu einlädt, inshallah. Und deswegen, wie gesagt, das sollte heute nur eine ganz kurze Einleitung sein, warum wir dieses Buch lernen. Und beim nächsten Mal fangen wir an, das richtig zu lernen. Ich wollte noch eine kleine Kurzbiografie zu dem Autor Muhammad Abdul Wahhab geben, damit man ein kleines Bild hat. Muhammad Abdul Wahhab, der wurde im Jahre 1115, wurde er in Uyayna, das ist also in Nisht, das ist in, im heutigen Saudi-Arabien geboren. Das ist umgerechnet das Jahr 1703. Und er wurde in eine Familie geboren, sein Vater, Abdul Wahhab, war ein Gelehrter zur damaligen Zeit. Oder er war vielleicht, oder war ein Scheich in seiner Umgebung. Und er ist in einer Familie aufgewachsen, wo er von vornherein mit Wissen konfrontiert war. Das heißt, er konnte schon vor dem 10. Lebensjahr den Koran auswendig. Es wird gesagt, mit 7 konnte er schon den Koran auswendig. Er hat in seiner Kindheit schon Hanbali komplett gelernt mit seinem Vater und hat die Bücher von Ibn al-Qayyim und Ibn Taymiyyah mit seinem Vater durchgegangen. Das heißt, von großen Gelehrten. Dann, als er noch ein Jugendlicher, ein Teenager war, hat er Hajj gemacht nach Mekka und ist dann zurückgekommen nach Medina. Und in Medina hat er einige Gelehrte getroffen, ja, wie zum Beispiel ein Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif al-Saif und Muhammad Hayat Sindi und einige andere in Medina. Er blieb eine längere Zeit in Medina. Was hat er in Medina gelernt? Er hat in Medina die Kutub al-Sitta gelernt und hat dafür Ijaza bekommen. Das heißt, dass er eine Erlaubnis bekommen hat, die auch zu unterrichten von den Schuyuch in Medina. Und er hat Musnad Imam Shafi'i dort gelernt. Danach ist er zurück in seine Heimatstadt gegangen. Und durch seine Reisen hat er gesehen, er hat praktisch bei Null angefangen, wie tief die Umma in Jahiliya versunken ist. Gräber werden angebetet, Bäume, es wird Segen bei Bäumen und allem möglichen Quatsch gesucht, ja. Und er hatte diese Liebe für die Religion, diese Eifersucht, er wollte was verändern. Er wollte zurückgehen zu den Religionen, deswegen zu der Religion, mit der der Prophet gekommen ist. Und deswegen sagen auch viele, dass er der Mujaddid dieses Jahrhunderts damals gewesen ist. Was ist ein Mujaddid? Es gibt einen Hadith, der überliefert wird, der authentisch ist, wo der Prophet sagt, إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِيَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدْ لَا عَمْرَ دِينِهَا. Alle 100 Jahre, am Kopf von allen 100 Jahren, erweckt Allah für diese Umma jemand, der die Religion erneuert. Was heißt jetzt erneuert? Heißt das, der kommt mit einer neuen Religion? Was heißt das? Weil das ist das, was viele falsch verstanden haben. Sie kommen da mit irgendwelchen Leuten, die sie Mujaddid nennen, die was machen? Die Mubtadea sind, die mit Erneuerung kommen. In ihren Büchern liest du durch, da siehst du alle 5 Seiten einen Hadith oder einen Ayat. Und die kommen dir dann mit Blitzen und Flammen und dieses und jenes, da fehlt nur noch der Feuerlöscher, sozusagen, verstehst du? Und da ist gar nichts vom Mujaddid. Ein Mujaddid ist nicht jemand, der die Religion erneuert, weil diese Religion perfekt ist. Sondern, wenn die Menschen von dem wahren Weg der Religion abgekommen sind, bringt er sie zurück zu dem richtigen Verständnis von Koran und Sunna. Das ist ein Mujaddid und nicht ein Mujaddid, der mit einer neuen Religion kommt. Und wer wurde beispielsweise von Ahmed ibn Hanbal als der erste Mujaddid identifiziert? Was war die Meinung von Ahmed ibn Hanbal, wer der erste Mujaddid war? Hat das einer gehört? Ahmed ibn Hanbal hat gesagt, der erste Mujaddid war Umar ibn Abdul Aziz. Und wer war laut nach der Meinung von Ahmed ibn Hanbal der zweite Mujaddid? Imam Shafi'i. Weil Imam Shafi'i auch Nasir al-Sunna genannt wird. Es war für ihn der zweite Mujaddid. Aber auf jeden Fall, es können noch mehrere Mujaddids in einer Zeit kommen. Ja? Das nur nebenbei. Er war jemand, der bei Null angefangen hat und er wollte die Menschen, er hatte dieses Ziel. Und das haben wir eben gesagt, wir müssen ein Ziel haben. Wir müssen die Religion lernen, nicht um einfach nur Unterrichte zu machen, sondern Unterrichte zu machen, die etwas verändern. Die etwas verändern. Wir müssen die Menschen verändern, die Welt verändern. Das muss unser Ziel sein, die Herzen erreichen. Es gibt viele Brüder und Schwestern, Achi, die haben dieses